Das ist ja ehrlich mal herrlicher Mahlzeit. So kann man Testvideos machen. Da oben ist die Funzel und eine Kamera. Da ist die Tastatur und der Laptop drunter. Da schleppen ab. Alles schön brav abgedeckt. Und dann kann man mit OBS oder mit einer Vergleichssoftware tolle Sachen machen. Zum Beispiel Sachen testen. Digital Mikroskop. Jetzt soll ja auch in Zukunft ein bisschen schön aussehen. Was ich hier gebastelt habe, sieht total wild aus, aber es geht. So. Die gibt es übrigens die Tage auch zu gewinnen oder zu versteigern. Ich verschenke das Ding, keine Ahnung. Ich brauche es nicht. So, was ist drin? Anleitung. Putztuch. Ständer. Irgend so ein Ding. Noch so ein Ding. Und noch so ein Ding. Ja, mehr gibt es ja nicht fürs Geld. Das Ganze nennt sich Mikroskop. Also Mikroskop. Super. Also, aufgebaut wird das Ganze relativ easy. Das ist so ein bisschen wie so ein Sonnenschirmständer. Da kommt das nachher rein, aber vorher kommt das da rein. Das wird hier. So, fertig. Dann wird das hier reingesteckt, reingewumst. Fertig. Sieht dann so aus. Darauf kommt das Mikroskop. Das war schon. Jetzt haben wir ein dickes Tara-Mikroskop. Ne? So. Hier kannst du die Höhe einstellen. An dem Mikroskop ist interessant. Der hat einen Ein- und Ausschalter. Also letztens ging es noch. Ich habe es geladen. Er sagt auch willkommen. Was auch immer das bedeuten mag. Das Geile ist, jetzt können wir hier hineinzoomen. Wir können uns die ganzen Sachen direkt live angucken. Super. Wir können sogar ganz nah dran gehen. Für den Fall, dass man mit dem Mikroskop irgendwas gucken will. Zum Beispiel so eine Anleitung von dem Mikroskop. Ne? So. Dann kannst du dann hier einmal oben am Display begucken. Kannst das auch hier scharf stellen. So. Einmal mit scharf und einmal ohne scharf. Ach nee, das wird ja hier gemacht. An dem Dreh Ernie. Also man kann relativ nah dran gehen und dann geht sie an den Dreh Ernie und stellt das scharf. Und wenn das scharf ist, war irgendwas. Da guck. Hier oben ist der Anzeiger. Da macht er nämlich Bilder. Oder nach Bedarf Videos. Jetzt macht er gerade Fotos. Sehen wir ja auch da. Ne? Ich weiß nicht, wie kannst du hier Lösung? Ich brauche keine Lösung. Was haben wir hier noch im Angebot? Sprachezeit, Flickr. Ach Quatsch. Haben wir halt nicht. Ne? So. Kannst du wie gesagt hier rauf und runter mit dem Mikroskop. Da kann man sich das angucken. Ne? So. Und dann hier schön scharf stellen. So, was kann man mit dem Ding hier sonst machen? Ja, eigentlich erstmal nichts Dolles. Ich tue mal meinen Raucherfinger drunter. Hier kann man auch ein bisschen Nikotin schon gucken. So. Das sieht doch schick aus, ne? Sieht man so alles erstmal ja nicht, ne? Tolle Sache. Ist das hier mit Mupsen? Ne, das ist ohne Mupsen. Schon tolles Ding, ne? So, gibt es beim Chinesen für, ja, man spart wieder 2000%, haben sie gesagt, sparen sie jetzt, kaufen sie jetzt. Sie kriegen auch noch einen Gutschein für 800 €, kaufen sie jetzt. Der Apparello hat eine Speicherkarte, also nein, hat nicht, muss man reintun. Wir dupsen nochmal ran. Ah, ich finde das total gut. Also das habe ich schön gebastelt, muss ich tatsächlich sagen. Ne? So, da ist die Speicherkarte, Strom und gleichzeitig Connector. Das ist für USB.
dass der Automat am PC laufen tun tut. So, da haben wir einen Reset-Knopf für den Fall, dass wir was falsch eingemurmelt haben, laut leise, falls die Vitamine unter dem Mikroskop schreien oder sowas. Ne? Also ich sag mal so, jetzt grundsätzlich ist das erstmal in Ordnung. Oh, guck mal, da liegt ein Staubkorn, ganz klein. So, wir kennen alle schon von früher diese Teile hier. Das ist jetzt nichts Dolles. Okay. Oh, jetzt macht er Video. Wenn man mehrfach okay drückt, dann schaltet der irgendwann um. So, ich mach das jetzt erstmal aus. Goodbye. So, diese Dinger, die kennen wir ja, wie gesagt, von früher. Die gab es mal Single Standalone. Da hat man jetzt ein Display dran gebastelt. Jetzt auch nichts Besonderes. Alten Display. Ja, kannst du anmachen. Willkommen. Ich weiß gar nicht, was ich angestellt habe. Ich glaube zweimal okay, zweimal so. Kamera, Foto, keine Ahnung, Imk. Quatsch, ich will nichts löschen. Gehen Sie weg. Ja, hier, guck, da habe ich den Finger aufgenommen. Das sieht doch wohl schön aus, ne? So, okay, alles Bombe. Da sind wir wieder. Wie auch immer das jetzt hier geht. Ach so, guck mal, hier kannst du noch reinzoomen. Hier, guck mal, hier habe ich ja nicht gesehen. Guck mal hier oben, da kannst du hier vierfach, achtfach, vierfach dicke da. Kannst du noch reinzoomen. 3,86. Ja, das ist aber ein bisschen schwergängig, ne? 3,4, 3,2. Dreifach 2,6, komm hier, mal inne. 2,2, jetzt machen wir das erstmal hier aus. Ja, die große Preisfrage ist, ist das ein Kinderspielzeug oder muss man das hier tatsächlich ernst nehmen? Ich bin jetzt echt im Überlegen, ne? So, was haben wir hier? Da tut sich nichts. Mal 1,2, 1,0. Ja, das ist eine große Preisfrage, ne? So, den Daumen. Ey, das sieht ja aus, ne? Leute. Und das ist hier kein Raucherdaumen, ne? Aber da habe ich die Tage, habe ich hier rumgeduppelt. Da, ich schnibbel ja mal ein bisschen oder ist so ein bisschen Blut dran, ne? Das sieht gut aus, wie bei so einer Magenoperation, ne? Ja, große Preisfrage, ne? Hier ist ein Stromstecker. Ich da dran gehe, kannst du auch noch zoomen, ne? Kann ja hier zoomen, das ist aber der helle Wahnsinn. Bild, ups, fertig, wieder eine in der Sammlung, ne? 9000 Bilder oder Videos aufnehmen, ne? So, der Apparillo kostet beim Chinesen angeblich, also der Apparillo hier, der digitale Plastik Apparillo. Da müsste man eigentlich mal aufschrauben. Ich habe schon wieder Bock, was kaputt zu machen hier. Also eigentlich soll das 80 Euro kosten. Großmütig und großzügig, wie man da halt so ist, verschenkt man das an die Deutschen. An das deutsche Publikum. Hier ist ein Messer mit einer Maserung. Hier ist so ein Nuppel. Da steht irgendwas. 8RC 3M. Ja, da kannst du schon mal mit anfangen, ne? Wenn du mal was gucken willst, oder? Also ich denke mal, das ist für Technik, für Reparieren und solche Geschichten, ist das in Ordnung. Wer von uns braucht sowas? Ich habe keine Ahnung. Hier ist eine meiner CDs, DVDs.
CD RW80 Poppelibop mit, obwohl da mal einen Fingerabdruck drauf machen, warte mal. Ich mach mal einen Fingerabdruck, ne? Herlock Scholms. So, da ist mein Fingerabdruck. Wir müssen jetzt erstmal hier rausfahren. Da müssen wir das 3,6-fache wieder hier wegmachen. 3, 4, komm, mach hin, mitarbeiten, Freunde. Das kostet alles Geld hier. Also der Automat kostet irgendwas zwischen 30 und 50 Euro. Da muss hier irgendwo der Fingerabdruck sein. Und das Einzige, was wir sehen, ist jo, ein Stück vom Fingerabdruck und die Laterne von oben. Ne? Wie man hier sehen kann, der hatte hier 8 so kleine LEDs drin. Jetzt gucken wir da einfach mal rein. Ne? So, da sind sie. Also im Prinzip ist das eine ganz normale popelige Kamera mit einem Display, VGA-Ausgang, also Quatsch, also hier wir haben hier den Ausgang mit USB in den PC. Das Ding kannst du übrigens als Webcam benutzen, da wir ja hier in OBS kannst du das einmontieren. Das, was man hier sieht, kannst du direkt Bild rein, ne? Toll, finde ich gut. Braucht man das? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Das sind meine Tabletten. Das ist doof. Ich mach das Buch jetzt auf. Wir müssen mal gucken. Ah, wir können mal gucken. Wir gucken mal, ob wir hier in der Tüte ein Cannabinoid finden. Ist ja jetzt erlaubt. Wie sieht unser Cannabinoid aus? Kann man, so sieht das aus, so, da können wir mal gucken, wie unser Cannabis-Dings da aussieht, ne? Fahren wir noch ein bisschen ran, geht noch ein bisschen, ja, guck es so. So, da ist das Leckerchen, ne? Machst du dir eine Zigarette rein und dann hast du Spaß an der Backen. Guck mal, da kannst du dein Hasch sogar noch vorher fotografieren. Guck mal, was da alles drin ist, ne? Ich weiß nicht, ob das alles da rein muss. Auf jeden Fall ist egal, einfach. Wir schmelken das einfach weg, ne? Cannabinoidu. Ja. Sieht irgendwie witzig aus, ne? Als wenn, keine Ahnung, hier, ob wir. Was weiß ich, was sind das für weiße Körner, ne? Riechen tut's jedenfalls gut. So, Uhr läuft, Foto gemacht, bitte lächeln, zack, fertig. Also, wie gesagt, das ist hier die große Preisfrage. Ob man das tatsächlich braucht, ihr müsst das selber entscheiden. Also der Automat kostet irgendwie knappe 40 Euro, besteht zum größten Teil aus Plaste. Macht aber ein schickes, scharfes Bild in 2 Megapixel und mit einer vernünftigen Videoauflösung. Ich habe keine Ahnung, ich guck mal kurz in der Anleitung. Ne? In der Anleitung. So, was haben wir da? USA-Manual. Warte, wie macht das? Da brauchst du tatsächlich eine Anleitung für. So, 2000 mAh, 6 Stunden, 3 Stunden kannst du aufladen. Windows mit einem bis 11 USB 2.0, 8 LED. 30 Frames, also 30 Bildchen, Videoformat AVI, JPG, so was haben wir, 50 bis 1000-fach, 1920 x 1080p macht 1080p macht er die Videobumsdings daraus, ne? Könnt ihr jetzt nicht sehen, steht aber tatsächlich drin, finde ich gut. Also, wer sowas braucht für die Kinder, keine Ahnung, für den kleinen Drogendealer zu Hause. Ja. Was ist? Drehen wir uns jetzt ein oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ach komm, ein schmögeln wir eben, ne? So. Ja. Leuchte haben wir auch, ne? Ich drehe ja keine Tüte, ich drehe ja nochmal, ne? Außerdem ist halt schon alles weggetrocknet. Alter Schrott hier sozusagen. So. Ein bisschen Tabernakel. Es kommt ein wenig Tabernakel in den Verbrennungskomplex.
Dann nehmen wir ein bisschen, ich nehme immer nur so eine Prise, weißt du, das ist auch mittlerweile so weggebröselt. Das, man will ja auch nicht heil werden, man will ja nur so ein bisschen so, weißt du, so, ist ja auch für die Gesundheit, haben sie gesagt, ne? So ein Jahr, ist ja ein Naturheilmittel, ne? So. Früher die Indianer schon genommen. Dreht man das hier so rein. Einmal dran lecken am Jolly. Kurz merken, hier oben ein bisschen eindrücken, dann weißt du, da hier ist vorne, ne? So, das ist nur Tabak. Das ist der kleine, das ist der kleine Cannabioidul. Ist auch wirklich nicht viel, ne? So, kommt der Frischhaltedeckel drauf. Zack. Das kommt wieder in die Tabaktüte. Dann brauchen wir kein Mikroskop für, das sehen wir auch so noch. Zack. Gut, das sind die Tablettchen für morgen früh. Cannabinoide. So. Alles, was hinten rausguckt, abreißen. Ja, komm mal lassen. Ne? So. Kann man das begucken unter Mikroskop. Jo. Aber dann kannst du das nicht mehr verkaufen als Nichtraucher. Ne? Also ist schon ein schickes Spielzeug, muss er ja tatsächlich sagen. Ne? Ist also rauchen tut man es nicht. Wer seinen Kindern da einen Gefallen tun will, wer Interesse an dem Automat hat, für ganz kleinen Toto mit Versand, Hauptsache weg mit dem Ding aus der Bude, ne? Meldet euch bei mir, macht mir Angebote. Und am besten erotische oder sowas, keine Ahnung. Euch fällt schon mal rein, schreibt mich an. Nagelneu benutzt. Ich hatte auch ganz im Ernst noch nie meinen Penis drunter. Das bleibt auch so. Also kaufen kann man schon, aber wie gesagt, so 40 Euro, 9 Tage warten. Temu beim Chinetzen. Ist die große Preisfrage, braucht man das? Ne? Ich habe keine Ahnung. Ich hab's jetzt. Tja, demnächst hat einer von euch. In dem Sinne, ich lade das jetzt hier hoch. Ihr werdet jetzt noch mehr so geile Videos hier sehen. Das ist doch wohl eine Premium-Beleuchtung. Das ist doch wohl super, ne? Ich habe hier nur so, hier, da muss noch ein bisschen. Aber nach oben alles offen, ne? Super. Abo da lassen, Daumen da lassen. Keine Ahnung, lasst den mal da, ne? Ich schnorchel mal eben noch den Schnorchel weg. Tschüss.